Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap ohne Gräben. Vierfach in der Version 1.3. Und ja, wir sind dabei, Silageballen zu sammeln, Silageballen zur Mischfutterfabrik zu bringen. Außerdem habe ich gestern ein Güllefass gekauft, um hier mal meine Grasfelder mit Gülle zu düngen. Mal gucken, wie das läuft. Und ja, gucken wir mal. Das Güllefass tanke ich gerade auf. Das müsste jetzt voll sein. Und ja, das schicke ich dann gleich mal aufs Grasfeld. Aber ich will den hier eben zur Mischfutterfabrik fahren. Abladen kann ich dann gleich machen, wenn der Cosplay-Helfer die Gülleverteilung übernimmt. Aber jetzt erstmal nicht. Oh, 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 oh. Bisschen schnell. So. Alles klar. Jo. Da sind wir erstmal. Und ja, wir müssen jetzt irgendwo. Ja, in den steige ich mal ein. In den will ich zwar nicht, aber dann bin ich zumindest direkt am Hof. Da steht mein Güllefass. Sieht es nicht schön aus? Ist es nicht wunderschön? Ja, es ist nicht wunderschön. Wir gucken mal. Mein erstes Güllefass, das erste Mal, dass ich Gülle fahre. Ich würde es ja auch zur Düngerproduktion einsetzen, aber ich habe kaum Mist. Jede Menge Gülle. Dann kann ich die Gülle auch direkt zum Düngen verwenden. Und ja. So, wir fahren hier mal aufs Feld zwischen den Büschen durch. Klappen mal das Fass auf. Berechnen erstmal den Feldrandkurs. Zwar nenne ich den dann. Was ist, welches Grasfeld ist denn das, auf dem ich hier bin? Grasfeld 1. Nee, Grasfeld 2. Dann ist das der Kurs Nummer 102. Ich kann hier auch scrollen, das ist ja das Schöne, stimmt ja. Geht sehr viel schneller als mit Klicken. 102. Feldrandkurs 102. 30 Meter Arbeitsbreite, Startposition, aktuelle Fahrzeugposition, Vorgewende. Machen wir mal nur zwei Feldinseln umfahren, deaktiviert, ja, was auch immer das heißt. Und berechne mal. Schön. Gras 01. Nicht G8 Ülle, sondern nur Gülle. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Und Abfahrer einstellen. Ja, jetzt klappt er erst wieder zu. Soll er mal machen. Warum auch immer der dann so wackelt. Bisschen komisch. So, wo fährt er jetzt hin? Jetzt fährt er hier den ganzen Tag im Kreis wahrscheinlich, weil er so den Punkt gar nicht finden kann. So, komm. Abfahrer einstellen am ersten Wegpunkt. Wunderbar, er klappt aus. Sollte dann ja auch recht schnell erledigt sein.
funktioniert. Müsste man jetzt auch hier in der Übersicht dann sehen. Ach ne. Doch, sieht man. Das Feld 2 wird gedüngt. Sehr schön. Wo wollte ich hin? Ich wollte mal hier unten gucken, wie weit wir da sind. Weil irgendwann kann ich dann auch mal Gras machen. Ja, dann lasse ich mir aber glaube ich noch ein bisschen. Na, wobei so viel Zeit werde ich mir damit nicht mehr lassen. Zu viel Zeit will ich mir damit nicht mehr lassen. So, was waren denn hier unten? Oh, Feld 3 wäre erntereif. Feld 32. Körnermais. Ne, Körnermais interessiert ja nicht. Da unten wäre Gerste, da wäre Roggen. Feld 33. Was denn Feld 33? Aber ist ja auch noch nichts. 2,8 Millionen. Ne, dann habe ich. Ja, machen könnte ich das locker. Aber. Wollen tue ich das nicht. Ne. Das lassen wir mal. Futterfabrik. So, da wollte ich einsteigen. Und. Den wollte ich. Da wollte ich die Abladeseite. Ich bin ja zu weit. Muss ja nur bis hier hin. Und dann können wir den abladen. Ja, aufladen. Und abladen. Sehr schön. So. Schön gestapelt, sieht gut aus. Super. Genug abgeladen. Wie viel habe ich denn jetzt hier? Von allem. Ich brauche auf jeden Fall Stroh. Ich brauche jede Menge Stroh. Silage 500.000. 600.000 passen rein, wa? Naja, Mischfutter sammelt sich. Sehr schön. Ja, wobei das hier jetzt auch gar nicht so schlimm ist. Ich habe auch noch Mischfutter im Hofsilo. Mischfutter brauchen wir. Ach, Silage brauche ich glaube ich eher unten an den am Rinderhof. Das können wir aber ja schon mal holen. Wir können ja auch von hier oben was zum Rinderhof bringen, wobei ja, da unten habe ich auch so viele Silageballen. Ups. Wieso wird denn das Güllefass nicht leer? Sollen wir mal nachkaufen oder was ist eingestellt? Nein, soll er nicht. Güllegrube Kühe. Ach so. Aha. Okay. Ja, okay. Alles klar, cool. Der macht automatisch die Güllegrube dann leer, oder wie? Ohne dass ich da hinfahre. Ja, ey, das ist ja gar nicht so scheiße.
Nicht gut. Das finde ich gut. Irgendwo ist er jetzt hier auf dem Kurs. Oh, okay. Ja gut. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So. Quatsch. War. Nee, der auch nicht. Da ist auch mein Ballensammler. Ja, etwas verwirrt gewesen. Aber das mit dem Güllefahren funktioniert. Das ist sehr schön. So, und ich hole jetzt hier wieder Nachschub. Und hole Ballen vom Feld. Höp. Hier ist vorne kein Autoload aktiviert. Das wieder. Das hatte ich vorhin schon aktiviert und jetzt aus Versehen wieder deaktiviert. Ja. Scheiße, wenn man doof ist. So. Jawohl. Geht doch. Was macht eigentlich unsere Brücke? Da kann ich eigentlich auch mal gucken. Und ich weiß, dass da auch noch Zement wohl hin muss. Den müssten wir eigentlich auch schon produziert haben. Nur noch nicht abgeholt, noch nicht hingebracht. So, der Klaas ist schon fertig mit dem einen Feld. Mit dem Grasfeld, mit dem Düngen. Sehr schön. So, und wenn der hier jetzt gleich fertig ist. Mit Ballen sammeln. Dann schalte ich auch die Ultima um auf Grasballen. Dass wir da Grasballen hinbringen. Zu dem Feld. Ja, von dem Feld holen, meine ich. Also, dass wir Grasballen pressen. So. Meinte ich das natürlich. So, und zwei Stück noch. Voll. Wunderbar. Mal hier stehen bleiben. Einsteigen. Oder sollte ich. Ne, ich mache alle Vorgewände, mache ich. Die Vorgewände mache ich alle Silo und die anderen mache ich alle normal. Normale Grasballen. Das dauert zwar etwas, aber. Nur wahr? Das hetzt uns ja keiner. So, und euch bringe ich jetzt auch nochmal darüber. So, so, so. Wenn wir übrigens eigentlich, ich habe ja viel mehr von diesen kleinen Wasserfässern. Ich hatte letztens jemandem erzählt, ich hätte da zwei Stück von, weil ich die witzigerweise in echt gesehen habe, in Natura. Und gesagt, dass ich auch zwei Stück davon habe, aber ich habe ja glaube ich sogar vier davon. Eine bei den Schafen, eine bei den Kühen, eine beim Obst und eine beim Gemüse. Boah. Voll machen.
Den Quatsch. So, aber davon werde ich nicht mehr viele los. Denke ich mal. So. Okay, davon werde ich nicht mehr viele los. Was natürlich schade ist, dass das jetzt, dass jetzt einer fehlt. Ja, doch nicht. Super. So, was wir nämlich jetzt machen ist, hier vorne die stapeln. Ich fahre dafür gleich noch einfach nochmal rauf. Ja, das wäre wahrscheinlich auch so gegangen sogar. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht hier irgendwie uns was bauen. Schön hingestapelt, wunderbar. Der Mod ist echt cool. So, Grasballen bräuchten wir hier eigentlich ja auch. Und Strohballen, aber die kommen später. So, achso, der Klaas hat die Aufgabe erledigt. Ja, alles klar, aber ich kann ihn noch nicht aufs andere Feld schicken, weil ich da noch am Arbeiten bin. Ja, okay. Den lassen wir jetzt mal eben da stehen. Frisst ja kein Brot. Dann steigen wir in den ein. Fahren mit dem dann weiter Ballen sammeln. Und wie ich das mache... Jetzt kommt die große Spannung. Oh, da sind wir auch bestimmt noch bis zum Wochenende bei. Sind ja nicht mehr so viele Tage, sind ja nur noch Donnerstag und Freitag. Wenn das mal reicht, dann überhaupt. Und dann haben wir unten noch das große Feld. Also stellt euch ein, werden jetzt hier die nächsten 4000 Folgen, wenn wir jetzt nur noch Ballen sammeln. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich Bullshit. Aber wir werden damit noch einiges zu tun haben. Da wollte ich natürlich gar nicht drauf drücken. Auf die Taste I. Da wollte ich natürlich drauf drücken. So. Ballen. Ja, wobei hier reduziert sich das ja jetzt auch. Das ist ja jetzt schon gar nicht mehr so viel. So ein bisschen durch. Jetzt noch zweimal fahren. Dann ist gut, würde ich sagen. Nein, das geht jetzt relativ flott. Ja, der ist schon wieder voll. Ach, das ist auch maximal zweimal fahren. Oh, ich habe hinten noch gar keinen Autoload aktiviert scheinbar. Oder ich habe es wieder deaktiviert aus Versehen. Naja. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ne, so viel ist es hier gar nicht mehr. Schön. Schön, schön. Ja. Naja, es sind keine zwei Fahrten mehr, aber es ist auch noch mehr als nur eine Fahrt. Das ist schade.
Ja, hat keiner gesehen? Hat keiner gesehen. Das ist ja jetzt auch echt ätzend. Da ist ja nicht mal mehr die Zugmaschine gleich noch einmal voll. Sind noch 6 Stück. Ja, was wir jetzt machen. Bringen jetzt noch eben die Zugmaschine zum Vermischfutterfabrik. Stapel das da schön drauf. Auf den Ballenstapel und dann fahre ich nochmal aufs Feld, hole die letzten 6 Ballen ab. Dann fahre ich runter zum Rinderhof. Dann kann ich nämlich da dann anfangen, ja, hinter der Ultima aufzuräumen, sozusagen. Beziehungsweise könnte den dann auch im Follow-Me da hinterher schicken. Und dann zwischendurch immer nur mal gucken. Ja, ich weiß, das hat Fat Action auch so gemacht. Ist jetzt ein bisschen nachahmen. Ja, mach sein, aber es hat sich eben bewährt. Dann ist mir das jetzt auch nicht so, sehe ich das auch nicht allzu schlimm an. Ihr wisst, ich spiele ja eh regelmäßig auch im Livestream mit. Bei Fate. Freitags und wenn Gelegenheit ist auch samstags. Das ist natürlich hier eine der geilsten Funktionen überhaupt. Zack. Ist das nicht geil? Ja, das ist nicht geil. Super. Toll. So, jetzt holen wir die letzten 6 Ballen vom Feld. Und wie wir das machen? Ja, weil das interessiert euch bestimmt brennend. Das habt ihr bestimmt noch nie gesehen, wie Silageballen vom Feld geholt werden. Vor allem jetzt nicht in den letzten Folgen hier bei mir. Dann schaltet doch morgen wieder ein und guckt zu. Ich bedanke mich, dass ihr da wart, dass ihr zugeguckt habt. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar oder abonniert mich. Und ja, würde mich tierisch freuen. Noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen Donnerstag wieder einschaltet. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!